Willkommen Leute zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Top 10 und zwar dieses Mal zu den 10 besten alternativen Siegesmethoden. Erlaubt für diese Liste sind alle erlaubten Karten, die halt nicht von der Banlist verboten sind und die halt im Effekt stehen haben, dass sie durch ihren Effekt das Spiel sofort gewinnen. Also so Karten wie Exodia sollten bekannt sein. Und aus diesen Karten werde ich jetzt diese Liste hier formen und es gibt insgesamt nur 11 Karten, die in Frage kommen, sodass eigentlich fast alle in der Liste vorkommen, die halt vorkommen konnten. Und es war auf jeden Fall schwierig, die zu listen. Und ich habe mich entschieden, ich bewerte wirklich nur den Insta-Win-Effekt. Denn es gibt Karten wie den Ghost Trick Angel, der halt an sich eine gute Karte ist, aber wo der Insta-Win-Effekt einfach so lächerlich ist, dass er wahrscheinlich niemals durchkommen wird. Und deswegen darf ich auf jeden Fall diese anderen Effekte nicht mit einfließen lassen in die Bewertung, weil sonst Chaos entstehen würde und die Liste wäre ziemlich kacke. Deswegen finde ich es so einfach besser. Und wie immer, beachte bitte, die Liste ist auf meiner eigenen Meinung basierend. Das heißt, wenn euch Karten in der Liste nicht gefallen haben oder wenn euch sogar Karten in der Liste fehlen, dann schreibt das gerne in die Kommentare und dann können wir gerne drüber diskutieren. Und am Ende des Videos werde ich wie immer die nächste Liste ankündigen, sodass ihr euch da auch wieder beteiligen könnt. Gut, viel Spaß mit der Liste. Der 10. Platz geht tatsächlich an die Karte Geistertrick Engel des Schabernacks, denn der Effekt ist einfach nur sowas von lächerlich. Warum existiert sowas? Man gewinnt mit dieser Karte sofort, wenn an der Karte hier 10 XI-Materialien angehängt sind, ja? Und man darf once per turn eine Geistertrickkarte von der Hand als XI-Material an diese Karte anhängen. Eine Karte, ja, pro Spielzug. Und die muss von der Hand kommen. Das heißt, man geht jede Runde minus 1 für 10 Runden oder ich sag mal für 8 Runden. Die Karte fängt ja an mit 2 Materialien. Und dann hat man erst gewonnen. Und in dieser gesamten Zeit hat diese Karte hier keinen Schutzeffekt, ja. Und sie hat einfach nur 2500 Death. Sie kann also einfach überrannt werden von allen möglichen Monstern. Und sie darf zwischenzeitlich nicht einmal sterben, weil sonst ist die ganze Arbeit dahin. Die einzige noch schlechtere Siegesmethode, die mir eingefallen ist, ist Exodius, der ultimative verbotene Lord. Und der ist ja wirklich, naja, der Siegeseffekt ist da so blöd geschrieben, dass man ihn wahrscheinlich niemals auslösen kann. Hier hat man noch die Chance, dass man vielleicht dem Gegner alle 5 Monsterkartenzonen verbarrikadiert durch permanent verdeckte Monster. Und dass man dann irgendwie im Laufe des Zuges noch den Schabernack-Engel durchbekommt, aber auch das wird nie passieren, Leute. Der Effekt ist unfassbar schlecht, aber immerhin ist dieser Effekt nicht die schlechteste alternative Siegesmethode. Da gibt es immerhin noch eine schlechtere, die erlaubt ist. Aber es geht auf jeden Fall noch viel, viel besser. Der 9. Platz geht an die Karte, die mich überhaupt auf die Idee gebracht hat, diese Liste hier zu entwerfen. Und zwar die Karte Phantasma-Spiralangriff. Die ist brandneu und sie ist die schlechteste Phantasma-Spiralkarte, die es gibt. Ja, das ist ein komplett neues Arc-Type, was aber so ein bisschen low-meter-mäßig ist, also ist nicht übermäßig stark. Und der Effekt hier ist sowas von dumm, das ist der Wahnsinn. Man muss einen Phantasma-Spiral-Drachen kontrollieren, was schon mal schwieriger ist als die ganzen anderen normalen Monster, die man spielt. Und dieses Monster, ja, muss mit 3 Phantasma-Spiral-Ausrüstungszauberkarten ausgerüstet sein und danach 3 Effektmonster vom Gegner im Kampf zerstören, ja, nacheinander. Wie soll das denn jemals funktionieren? Man kann die ganzen Ausrüstungskarten von Phantasma-Spiral zwar raussuchen teilweise, aber das ist einfach richtig langwierig. Und der Phantasma-Spiraldrache hat da nicht mal gute Effekte oder so. Das ist halt ein normales Monster, das dann halt ein bisschen gepusht wird durch die ganzen Ausrüstungen. Und dann muss es noch 3 Effektmonster im Kampf zerstören. Das wird niemals funktionieren, nicht mal gegen Fundex. Das könnt ihr vergessen, ja? Das geht einfach gar nicht. Diese Supportkarte ist mit die seltsamste Supportkarte, die ich seit Jahren gesehen habe. Kommen wir jetzt mal zu Platz 8 und jetzt fangen so langsam die Effekte an, die zumindest möglich sind, ja, die man zumindest schaffen kann. Und Platz 8 geht an die Karte Nummer 88, Gimmick Marionette Leo. Den kann man rufen durch 3 Monster der Stufe 8 und er hat 3200 Angriffspunkte. Sprich, er liegt erstmal, wenn er liegt, ja. Er hat keine Schutzeffekte, aber immerhin gute Angriffswerte. So, und jetzt muss man jede Runde ein XI-Material von dieser Karte abhängen und dann eine Schicksals-C-Marke auf diese Karte drauflegen. So, und wenn man jetzt 3 Schicksals-C-Marken auf diese Karte gelegt hat erfolgreich, gewinnt man das Duell. Leider darf man allerdings dafür keine Spell oder Trap kontrollieren, um halt diesen Effekt auszulösen, sprich C-Marken auf die Karte draufzulegen. Und man darf keine Battlephasen durchführen. Das heißt, man darf absolut keine Gegenwehr leisten, außer Handtraps, ja? Sprich, man kann nicht irgendwie gefährliche gegnerische Monster outen oder so, oder irgendwie, naja, Leo mit irgendwelchen Fallenkarten schützen, das geht alles gar nicht. Und somit ist Leo quasi vollkommen auf sich allein gestellt. Und der Effekt wird nur dann funktionieren, wenn wirklich der Gegner so hart brickt, dass er gar nichts auf Feld bekommt oder kein Removal zieht. Ich weiß nicht, wie das überhaupt gehen soll, aber theoretisch ist das zumindest ansatzweise denkbar, ja? Und deswegen finde ich, dass Leo den Platz auf der Liste verdient hat, denn er ist immerhin realistischer als der Spiralangriff
Oder auch, naja, den Effekt von Angel, weil der ist einfach lächerlich. Ich persönlich finde allerdings, dass Nummer C88, Gimmick-Marionette Unglücks-Leo, also der große Bruder vom Leo, noch etwas besser ist. Und zwar muss man den rufen durch einen Rangsteigerungszauber, ja, den man auf den Leo wirkt. Sprich, er ist noch schwieriger zu beschwören, was man wirklich mittlerweile dann kaum noch hinbekommen sollte. Allerdings kann nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. Und er kann once per turn dem Gegner 1000 Schaden zufügen. Und man gewinnt während der Endphase, wenn der Gegner nur noch 2000 Lifepoints hat und diese Karte kein XE-Material mehr hat. Sprich, dieser Effekt ist zumindest, ja, irgendwie realistisch und man kann die Karte irgendwie schützen. Und natürlich kann man das XE-Material von dieser Karte noch halbwegs irgendwie auf Umwegen mal wegeliminieren. Ja, es gibt da ja so ein paar Supportkarten, so ein paar Tricks, um halt XE-Material wegzubekommen. Auf jeden Fall einfacher als XE-Material hinzubekommen mit, ja, den Ghost Trick Angel beispielsweise. Und diesen Burn-Schaden muss man den Gegner ja gar nicht austeilen. Man kann den Gegner ja mit besseren Burn-Karten beispielsweise auf 2000 runterbringen und dann quasi durch den Effekt vom Unglücks-Leo gewinnen. Und ich finde, das ist einfach so viel realistischer als der Effekt vom Leo und auch als die anderen Karten, die wir bisher hatten. Nur leider kann man halt den Unglücks-Leo so gut wie gar nicht beschwören, deswegen, naja, ist es halt auch wieder kritisch. Vor allem, weil die Rangsteigerungskarte auch ziemlich schlecht ist. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten richtig schlechten Siegesmethode, und zwar zu Venominaga, die Gottheit der giftigen Schlangen. Die muss man erst rufen, halt durch die Karte Aufstieg der Schlangengottheit, die halt schon richtig schlecht ist und die Minus geht. Und den Venominon muss man auch erstmal haben und so weiter. Aber wenn man die Karte mal hat, dann ist sie eigentlich ganz solide, weil sie bekommt immerhin recht viele Angriffspunkte durch halt Reptilien im Grave. Und sie ist immun gegen Spell, Traps und Effektmonster. Was echt gut ist und sie bleibt wirklich von denen unberührt, ja. Und kann nicht als Ziel gewählt werden, also ziemlich solide. Und sie muss dem Gegner nur dreimal Kampfschaden verursachen, um halt wirklich die drei Supergift-Zählmarken zu generieren, durch die sie dann gewinnt. Also ich muss sagen, den Effekt kann man hinbekommen. Das ist ein reines Fun-Deck natürlich, aber das ist zumindest halbwegs realistisch, ja. Die Karte ist eine Karte, bei der man sich den Sieg zumindest mal vorstellen kann, ja. Die bisherigen vier Karten sind relativ mies gewesen. Die hier ist auch ziemlich mies und wird wahrscheinlich niemals so funktionieren, wie man sich jetzt denkt. Aber es ist zumindest realistischer als die bisherigen und deswegen in meinen Augen ein verdienter Platz 6, aber jetzt kommen nur noch relativ solide Karten. Die Top 5 beginnen wir mit der Karte Jackpot 7, eine alternative Siegesmethode, die die meisten Leute wahrscheinlich noch kennen, weil die ist relativ neu. Und man muss Folgendes tun: Wenn diese Karte, die dir gehört, durch einen Karteneffekt deines Gegners auf den Friedhof gelegt wird, verbanne diese Karte. Falls drei deiner Jackpot 7 derzeit verbannt sind und alle durch diesen Effekt verbannt wurden, gewinnst du das Duell. Das Ganze geht relativ gut mit einer Combo zwischen Dunkler Skorpion Einbrecher und Sündenbock und ein paar anderen Karten noch. Und natürlich kann man das noch relativ solide rausbekommen, allerdings ist das wirklich in meinen Augen der schlechteste der besseren Siegesmethoden. Denn ohne Spaß, man muss die Combo erstmal haben. Und ich habe das Fun-Deck wirklich ausgiebig gespielt, als es damals neu war, um halt ein bisschen zu trollen im Unranked-Modus von DevPro. Und es hat wirklich nur selten funktioniert. Und mein Deck war gut gebaut, ja, ich hatte den, ja, ganz typischen Build, den eigentlich jeder kennen sollte von damals noch. Und es hat einfach nicht häufig funktioniert. Da konnte man machen, was man möchte. Es war einfach klar, wie der Gegner das outen konnte an den meisten Punkten. Und man hatte häufig die Combo gar nicht und konnte dann gar nichts machen. Es ist ein schwaches Fun-Deck und in meinen Augen hat diese Karte hier keinen höheren Platz verdient. Der vierte Platz ist da in meinen Augen deutlich besser, und zwar die Karte Horakti, Schöpfer des Lichts, und zwar kann man mit dieser Karte instant gewinnen, indem man alle drei Götterkarten, sprich Slifer, Obelisk und Ra, als Tribut anbietet, um die Karte hier zu specialen, und dann hat man quasi sofort gewonnen. Aber warum ist das denn jetzt so viel stärker als Jackpot 7? Ganz einfach, man kann die Karte in Combo-Decks spielen. Man kann da wirklich eine XXL-Combo drum aufbauen und ein, ja, Spam-Deck daraus quasi bauen, was manchmal erfolgreich ist, aber meistens nicht. Aber ich denke, dass die Erfolgschance da deutlich höher ist, wenn man das Deck richtig baut, als bei Jackpot 7. Weil bei Jackpot 7 seid ihr abhängig vom Gegner und das ist halt nie gut. Deswegen finde ich Horakti noch ein kleines Stück weit besser. Ich denke, dass die Karte auf jeden Fall verdient hat, in der Liste aufzutauchen auf Platz 4. Denn man kann sich hier einfach auf einen guten Deckbau verlassen und eine Menge, ja, Spam enablen. Ich denke, ihr kennt das alle von diversen Synchro-Spam-Decks. Ihr habt ja letztens beim Auf-Thronen-Deck gesehen. Man kann in einer Runde eine ganze Menge schaffen, wenn man das Deck richtig baut. Und ich denke, wenn man ein richtiges Horakti-Deck baut, ist es konsistenter als ein Jackpot 7-Deck. Deswegen für mich ein verdienter Platz 4. Kommen wir jetzt mal zum Siegertreppchen, und da finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir wirklich drei Karten haben, die an sich gar nicht mal so übel sind. Und zwar geht der dritte Platz an die Karte Letzter Countdown. Der Effekt ist ganz simpel: zahle 2000 Lifepoints, nach dem 20. Spielzug, nach der Aktivierung dieser Karte, gewinnst du das Duell.
Der Spielzug, in dem diese Karte aktiviert wurde, zählt als ein Spielzug. Das heißt, man muss einfach nur ein bisschen stallen und hat dann gewonnen. Problem ist, die Karte ist auf 1 limitiert, das heißt, man muss sie erstmal ziehen. Und deswegen sind leider die letzten Countdown-Decks aus den Tops von einigen Turnieren geflogen. Denn tatsächlich hat man die Karte auf einigen Turnieren rumlaufen sehen damals, weil man damit einfach random Siege abstauben konnte. Das geht teilweise relativ simpel. Es gibt einfach Deckbauten, die bestehen nur aus Battlefadern und angstentjagendes Gebrüll und Wabuku und flinke Vogelscheuche. Und der Gegner kann dann einfach für den Rest seines Lebens nicht mehr angreifen und kann euch nicht killen, bevor der letzte Countdown dann wirklich triggert. Und deswegen ist die Karte in meinen Augen auf jeden Fall viel, viel, viel stärker als Orakti und jede andere Karte, die wir bisher hatten. Aber es ist schwierig, denn seitdem die Karte auf 1 ist, würde ich sie nicht mehr auf Platz 2 setzen, der besten, ja, alternativen Siegesmethoden. Platz 1 dürfte klar sein, aber naja, Platz 2 und 3 sind kritisch. Ich würde aber sagen, weil die Karte auf 1 ist, ist der Countdown nur noch auf Platz 3. Und der zweite Platz geht natürlich an die Karte Schicksalstafel. Eine Fallenkarte, die quasi nacheinander die Buchstaben I, N, A und L mit aufs Board holt. Und dann hat man einfach final auf dem Board stehen und gewinnt das Duell augenblicklich. So, das Ganze dauert 4 Runden und in der Zeit darf die Karte auf gar keinen Fall irgendwie removed werden durch MSTs, Twin Twister und so weiter. Aber deswegen gibt es mittlerweile auch die Support-Karte Finstere Zuflucht, die das Ganze nochmal wesentlich, ja, konsistenter macht. Und deswegen finde ich das Deck mittlerweile stärker als halt letzter Countdown-Decks, weil die halt mittlerweile nur noch einen letzter Countdown haben. Und deswegen finde ich die Schicksalstafel mittlerweile einfach besser. Zudem spielt man in den Destiny-Board-Decks normalerweise eine kleine Herald-Engine, sodass man quasi sämtliche Karten des Gegners negieren kann durch den Herald. Das ist ein sehr gutes Ritualmonster, das halt Feenmonster abwerfen muss, um sämtliche Karten zu negieren, die der Gegner hat. Und damit kann man das Destiny-Board extrem leicht schützen, zumal der Herald noch 2800 Def hat, was sehr, sehr viel ist. Und dadurch wird halt die Schicksalstafel zu einer der besten Siegesmethoden, die es gibt, und deswegen ein verdienter Platz 2. Aber natürlich geht der erste Platz an die Karte Exodia, die Verbotene, was auch sonst, denn Exodia ist mit gigantischem Abstand die beste alternative Siegesmethode. Der Effekt, falls du zusätzlich zu dieser Karte alle 4 anderen Exodia-Teile in der Hand hast, gewinnst du das Duell sofort. Und das geht in diversen FDK-Decks richtig, richtig simpel. Denn es gibt mittlerweile so gute Ziehkarten in Yu-Gi-Oh! Und so viele verschiedene Ziehkarten, dass man Exodia sofort in der ersten Runde auf die Hand bekommt mit den richtigen FDK-Decks. Und das zu einer Chance von über 50%. Und deswegen ist Exodia auf jeden Fall die beste alternative Siegesmethode. Als Hemmung noch auf 3 war, um Pseudoraum gespielt werden konnte und so weiter, war Exodia sogar so stark, dass sie fast verboten wurde, weil das einige Leute schon gefordert hatten, denn es war so konsistent, es war einfach lächerlich, dass man mit Exodia wirklich fast immer gewinnen konnte. Sowas will ich einfach nicht sehen. Exodia darf nie zu stark werden, deswegen muss auf jeden Fall Konami immer aufpassen, was für Ziehkarten sie releasen. Und ich finde die Karte ganz gut im Spiel, weil sie sorgt dafür, dass Konami aufpassen muss mit Ziehkarten, die ja auch abseits von Exodia ziemlich broken sind. Und so muss Konami immer aufpassen, dass Ziehkarten nicht zu stark werden. Das ist quasi so ein kleines Regulierungselement. Exodia, ja, ist quasi das Kontrollelement, das aufpasst, dass Ziehkarten nicht zu gut werden. Und deswegen tut Exodia dem Spiel sehr gut. Und natürlich ist sie die beste alternative Siegesmethode. Ich denke, das wusste jeder, oder? Der dieses Video angeklickt hat. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Top 10 Liste. Wie gesagt, wenn euch Karten in der Liste nicht gefallen haben oder wenn eure Liste anders aussehen würde, dann schreibt das gerne in die Kommentare und dann können wir da gerne drüber diskutieren. Und ich werde jetzt wie immer die nächste Liste ankündigen und zwar wird die sich drehen um die 10 besten Rang 2 XE-Monster. Und da werden wir uns jetzt so langsam mal an Rang 1 annähern und dann die höheren Ränge auch später behandeln. Und wie immer sind für diese Liste nur Karten zugelassen, die halt nicht von der Banlist verboten sind. Also schreibt mir da auch gerne wieder eure Liste in die Kommentare, sodass ihr euch da wieder beteiligen könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit den besten Rang 2 XE-Monstern. Bis dann. Tschüss.